Das machen? Ich würde das gerne mit Slaps machen. Freiheit! Freiheit für die Kühe! Das ist ja toll. Super. Nee, ich würde das gerne mit Slaps machen hier oben, weil dann sieht man auch noch so ein bisschen diese Holzbalken hier. Alter, was ist denn jetzt hier los? So. Okay, ich glaube aber, die Musik ist nicht zu laut. Ich kann das leider gerade nicht testen. Weil ich habe halt natürlich eine andere Lautstärke. Warum habe ich das nicht sofort mit dem Holz gemacht? Ach, weil ich hier später noch was geplant habe. Eventuell. In Klammern. So, und dann sind wir hier oben. Könnten ja auch einen Zaun drum machen und dann könnte man hier oben so einen Riesenbalkon machen, hier mit Whirlpool und so einem Blödsinn, aber das will ich hier gar nicht haben. Weil wir sind ja hier eher so mittelalterlich angehaucht. Also ich wollte schon so in diesem Rahmen bleiben, also... Was ist das denn hier? Hängt hier noch ein Balken rum. Das von dem neuen Baum oder von dem alten noch? Ist das von dem neuen Baum oder von den alten noch? Aber ich weiß nicht, ob das hier nicht noch ein mehr sein müsste. Ich mach das einfach jetzt. Oh Mann. Warte mal, ich huste jetzt nochmal durch. Mein Gott, das nervt mich. Ah, Mann. Und dann dauert das immer so lange, bis ich wieder da bin. Aber ihr habt ja schöne Klänge drin in der Zeit. So, was haben wir denn hier eigentlich geplant gehabt? Machen wir Glas hin? Machen wir Glas hin? Wie sieht denn das aus? Ich weiß, das ist ein bisschen Glasverschwendung, wenn wir das jetzt schon machen. Kann man machen? Wir lassen das jetzt erstmal so. Nee, das sieht aber jetzt nicht aus, oder? Also das ist mir dann doch zu... Ich weiß es nicht. Sollen wir das so lassen oder nicht? Ne, das auch weg. Und dann... Vielleicht dann doch Holz dahin oder so. So, warte mal. Wir machen das jetzt mal so. So. Und dann eventuell so. So eventuell? Ach, warte. Da muss ja da auch noch einer hin, ne? Nee, das sieht auch... Oder wir ziehen hier das so... Aber dann sieht das aus wie da hinten. Das will ich ja eigentlich auch nicht. Was ist denn, wenn wir das so und dann so und dann... Wie sieht das denn aus? Boah, das ist so Glasverschwendung, ey. Also irgendwie gefällt mir das alles nicht hier. Aber das ist auch irgendwie doof. Hm. Hm. Wie machen wir das jetzt? Also ich möchte auf jeden Fall irgendwie mit Glas hier arbeiten. Und das soll nicht genauso aussehen wie da hinten. Ja, weil das ist unsere Eingangstür und das ist so zum, zu den Ställen oder so.
Ich reiß das nochmal wieder weg hier. Oder wir machen... Ja, ach man. Oder wir machen hier... Ja, eine Doppeltür können wir ja nicht machen. Dafür ist es nicht geeignet. Das sieht auch nicht schön aus. Irgendwie sieht das doof aus, so. Nee, das gefällt mir so nicht. Aber wie machen wir das denn dann? Weil irgendwie müssen wir es ja zumachen. Also offen lassen wollte ich es jetzt eigentlich nicht. Ha, schwierig, schwierig. So, dann machen wir das erstmal so und dann... Aber wie machen wir das zu? Vielleicht auch die Balken weg und dann... Also dieses Ding hier nervt natürlich auch gerade. Ich stell das schon mal rein. Dann stellen wir das schon mal rein. Einfach mal dahin. Hier drin wird eh noch nichts gemacht. Ich denke, wir lassen das jetzt erstmal und dann gucken wir später mal. Wo starten wir denn mal? Hinten bei der Haustür. Ich würde das Dach jetzt wenigstens schon mal anfangen, weil... Dieser Baum hier, der ist so im Weg, ey. So. So, so. Okay, und da, und da, und da, und da. Ach ja. So. Richtig? Ja, richtig. Gut. Und dann haben wir gleich den ersten Teil des Daches schon mal. Hallöchen. Out of the cold. Ich glaube, das ist die Tavernenmusik von Skyrim. Kann das sein? Klingt auf jeden Fall so. Wir haben heute irgendwie die ganze Tavernenmusik. Boah, meine Stimme ist schon wieder... Ich höre mich an wie so ein Reibeisen zwischendurch. Ups. Ich huste nochmal eben durch, warte. Okay, so. Jetzt. So, Alice Claw. Okay. Und dann müssen wir gleich auf jeden Fall auch noch mit Stein arbeiten. Weil es soll nicht nur Holz sein. Das wird so ein halb... so. So, so, so und so. Und dann... Upsala. Das ist ja... Oh, euer Ernst. Okay. Jetzt sind wir auch out of Holz. Und... Also hier wächst aber langsam alles, ne? Aber immer nur so kleine Bäume. Ist jetzt auch nicht unbedingt so dolle. Schön. Schön. Wunderprächtig. Wunderprächtig. Da geht die Sonne unter.
Da geht die Sonne unter. Ah, guck mal, haben wir wieder. Haben wir wieder ein neues Screenshotchen. Screen, egal. So, da müssen wir jetzt ein bisschen. Wir könnten mal eben das Glas holen, dann könnten wir hier schon weitermachen. Gefällt mir schon richtig gut und wir haben endlich ein Haus im Wald. Das Haus im Wald. Boah, ich mach mal nochmal weiter. Ja, okay. Die kann uns mal eben ins Ohr trällern. Das Weizen wächst. Wir warten jetzt aber mal. Wir müssen das nicht jede paar Minuten abernten. So, und dann machen wir mal eben ganz kurz hier raus nochmal. So. Dankeschön. Vielleicht machen wir hier noch irgendwie so Stützbalken dran. Da müssten wir die aber nochmal wegreißen. Oder wir machen das hier. Oder da. Kommt auch noch. Das Haus ist ja auch nicht ganz fertig. Da kommt ja auch noch was dazu. Also heute schaffen wir auf jeden Fall nicht so viel wie beim letzten Mal. Doch bautechnisch vielleicht. Aber es fehlt halt immer noch so ein bisschen zwischenzeitlicher Material, ne? Das ist halt leider noch ein Problem. Oh, wo fehlt denn hier noch Glas? Hier waren noch keine Fenster drin. So. Und da. So, dann gehe ich nochmal rum und gucke nochmal nach, ob überall jetzt was drin ist. Sehr schön. Aber schön geräumig hier drin, ne, oder? Was sagt da? Ein super Domizil. Nur das hier ist halt noch ein Problem. So, ich hol's mal eben hier ganz kurz mit unserer halb kaputten Axt hier die Bäume weg. Boah, ich freue mich unheimlich auf die Mods, wenn wir dann irgendwann mit Mods arbeiten hier. Werde ich mir auch wieder den Tree Capitator holen. Mit dem kann man nämlich, der ist ähnlich wie der damalige Timber Mod, aber der funktioniert nicht mehr so dolle. Habe ich gehört. Und ich hatte mit dem anderen, also den andere Mod, mit dem man das machen kann, hatte ich eigentlich immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Den holen wir uns auf jeden Fall. Und dann geht das hier nämlich ab. Aber jetzt gerade sind wir ja noch ein bisschen in der modfreien Zone. Zeit, ne, genießen das so ein bisschen, bauen hier noch ein bisschen. So. Ach ja. Ja, aber wenn man überlegt, wie wir mal so angefangen haben jetzt vor ein paar Wöchlein ist das jetzt, oder ist das schon, ich glaube, das ist schon über einen Monat her, wo wir hier gestartet sind. Und ich sag mal so, dafür finde ich, die Welt hat sich inzwischen echt entwickelt. Ich brauche immer meine Zeit, bis ich mich an so eine... Ach, die haben jetzt ja so 3D-Animation seit dieser Version. Ach so. Ja, da werde ich mal etwas sentimental. Hier in unserer kleinen, feinen Welt, in der wir alles bauen können, was